Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ich habe vor wenigen Minuten Post bekommen und da habe ich mir dann natürlich sofort die Kamera geschnappt. Und ja, was sich in dieser Post verbirgt und warum ich das aufgenommen habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich bin informiert. So, da haben wir es. Ein weiteres kleines Paket. Klein ist natürlich relativ. Wir sprechen hier von 8 Kilo. Da stand zumindest oben drauf. Es ist, wie ihr seht, noch verschlossen und ich muss das jetzt einmal kurz aufmachen und dann schauen wir gemeinsam rein. Ihr kennt das Spiel. Ein paar Sekunden später. So, dann haben wir es jetzt geöffnet. Und wir schauen mal rein. So, Ultra Quest von Marco Still, Flying Games, sagt mir überhaupt nichts, damit kann ich gerade nichts anfangen. Da werde ich mal ein bisschen recherchieren müssen. Ist das ein Brettspiel? Ist das eine große Box? Wir müssen sie umdrehen, vorsichtig. Rollenbrettspiel, sehr cool. Ja, okay, dann weiß ich zumindest damit etwas anzufangen. Ja, okay, dann haben wir das auch. Dieses Spiel enthält keinerlei Political Correctness, aber dafür jede Menge Kampf, Zwergenbier, schwarzen Pfeifentabak und heidnische Religion. Das sieht schon mal super cool aus. Sagt mir, wie gesagt, überhaupt nichts. Werde ich ändern müssen. Gut, dann hatte ich hier eben noch was beiseite gepackt, dann werde ich das einfach. Ne, es ist noch verschlossen. Mache ich gleich nochmal speziell auf. Oha. So, was haben wir hier? Das ist Erbe der Theaterritter, der Meisterschirm. Da sind auch noch ein paar Tabellen drin. Weiter enthalten Spielhilfe für Norbadensippe und so weiter und so fort. Ja, sehr schön. Wenn hier also jemand dabei ist, der gerne Theaterritter spielt, der wird hier sicherlich dann ja, Spaß haben. Der, so ein Meisterschirm ist ja auch immer ganz wichtig, gerade wenn man am Tisch spielt. Dann haben wir die aventurische Rüstkammer Nummer 2. Ja, kann man glaube ich nicht so sehr viel sagen. Der brachiale Chorspieß, der Zwergentöter, Kurslicker Säbel. Kann, glaube ich, wer jetzt DSA 5 sammelt, der braucht das natürlich auch in seiner Sammlung. Okay, Pathfinder Expertenregeln. Sechs neue Klassen, Monsterjagende Inquisitor. Okay, also etwas mehr Pathfinder. Das hatten wir ja beim letzten Mal gar nicht. Sehr schön. Oh, sehr gut. Tarun. Schwerter und Giganten. Das ist noch vom Uhrwerk Verlag, meine ich. Und wer in der Hohlerde spielen möchte, da hat das mich auch schon mal hinverschlagen. Wenn man dann mit einem Händler mit Attacke Parade 8-8 losfährt und dann aus Versehen ein Endurium-Schwert in die Hände bekommt und damit dann drei Hestor-Team in drei Kampfrunden zerschnetzelt, der weiß, dass er ein Tarun ist. Sehr interessantes Setting, auch vor allem, wenn die dann in Richtung ja, Samurais oder so etwas steht. Das wird dann von Maraskan ja nicht ganz bedient. Wer da also Lust zu hat, Tarun. Und Nova, das ist ein ziemlich dickes Buch. Weiß ich gerade nicht, worum es geht. Also es ist sicherlich irgendwas mit Weltraum und Entdeckung. Wir erobern die Sterne, doch sind wir nichts. Von Prometheus. Okay, damit haben wir das. Ich muss noch mal das andere aufmachen. Das war noch mal separat verschlossen und dann komme ich gleich wieder. 1:37 Sekunden später. Gut, dann habe ich das jetzt hier auch immer geöffnet. Schauen wir mal rein. Ich weiß das noch nicht, was das ist. Eine Fledermaus.
Das ist ja cool. Eine Box für Bücher mit so einem Magnetverschluss, der dann automatisch nachgibt. Das ist ja auch richtig cool. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Auch ohne jeglichen Aufdruck. Das ist gut. Da muss ich gleich die Verpackung behalten, wenn ich das an euch weiterschicke. Damit das nicht kaputt geht. Sehr geil. Ja, wo kommen die Bücher jetzt her? Wie auch beim letzten Mal habe ich Tanja angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie noch einmal meine Mäzenatin sein möchte. Und da hat sie sofort Ja gesagt und hat mir dann ein kleines Paket zugeschnürt, das sie dann eben auf den Weg geschickt hat. Und ja, wie gesagt, ich teile das alles mit euch. Die Bücher sollen allesamt euch gehören und beim letzten Mal von meiner Verlosung mit den 500 Abonnenten, eigentlich 600, da sind ja auch noch ein paar Bücher da und die stehen ebenso noch zur Auswahl. Das heißt, wenn ihr da noch was von haben wollt, dann werfe ich die ebenso in den Pool. Was ihr machen müsst, um ja, das Gewinnspiel dann eben mit dabei zu sein, ich werde ein paar Fragen dazu ausdenken, kleines Gewinnspiel, wo alle mitmachen können und ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach am Ball. Die genauen Teilnahmebedingungen werde ich noch einmal in einem weiteren Video verlinken. Ich habe mir bisher noch nichts ausgedacht. Ich wollte einfach nur schnell mal diese Neuigkeiten mit euch teilen. Also einfach ja, regelmäßig auf den Kanal schauen oder abonnieren, wenn noch nicht getan. Dann ja, werdet ihr auf alle Fälle mit dabei sein, wenn es heißt Bücher, die allesamt ausgegeben werden.